Hi Leute und herzlich willkommen zum nächsten Spiel und das ist Knack bzw. die PlayStation 4. Ja, ich durfte endlich die PlayStation 4 anspielen, das war gleich am Donnerstag, nee, das war am Freitag. Da durfte ich zum allerersten Mal die PlayStation 4 anspielen. Eine Wartezeit von 4 Stunden waren zwar nicht gerade ein Zuckerschlecken, aber das Warten hat sich gelohnt. Ich konnte das Spiel Knack antesten. Und das, was ihr hier seht, ist auch gleich ja, ein paar Spielszenen. Ja, was soll man erstmal sagen zum Spiel? Es ist gar nicht mal so schlecht. Es hat eine ganz ordentliche Grafik, aber noch nicht das, was man sich von der PlayStation 4 wünscht. Aber trotzdem insgesamt ein ganz nettes Spiel. Noch sind die großen Knaller nicht draußen. Ich warte zum Beispiel auf ein neues God of War. Aber da muss ich wahrscheinlich auf nächstes Jahr oder vielleicht sogar auf übernächstes Jahr warten, bis ich endlich ein neues GOW kriege. Ich bin ja ein riesen God of War Fan. Und deswegen will ich mir auch die PlayStation 4 dann erst holen. Also bei mir wird es erstmal noch ein Weilchen dauern, bis ich mir die PlayStation 4 zulege. Dann gibt es dann auch bei mir Let's Plays von der PlayStation 4. Ja, was soll man sagen zur PlayStation 4? Sie ist eigentlich recht cool, muss man wirklich sagen. Der Controller liegt sich richtig schön in der Hand. Es gibt ja jetzt bei diesem Controller, bei diesen Control Sticks gibt es ja jetzt so kleine Einkerbungen und das macht das Spielen deutlich besser. Der Daumen liegt, also die Finger liegen richtig schön. Also die Daumen liegen richtig schön im Gamepad drinne. Also man hat ein richtig schönes Gefühl vom Controller. Also man kann wirklich nur einen ganz großen Daumen hoch geben für diesen Controller. Die Grafik von der PlayStation 4 ist natürlich jetzt noch nicht der Burner. Ich habe nur Knack dann noch so ein komisches Shadow-Spiel angetestet. Und dann noch irgendwas. Jedenfalls könnt ihr in der Videobeschreibung Knack und die PlayStation 4 natürlich vorbestellen bei Amazon. Ihr kriegt sie dann vielleicht sogar einen Tag vor dem Release oder zu 100% kriegt ihr sie am Release. Die Spiele, das Spiel und die Konsole. Jedenfalls eine richtig coole Konsole. Sie sieht, ja, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe, fand ich sie scheiße. Aber jetzt geht sie eigentlich. Sie ist nett. Und vor allen Dingen kann man mit dem Controller richtig viel machen. Man kann zum Beispiel auf dem Bildschirm solche kleinen Mini-Figürchen da produzieren. Und die kann man dann aufsaugen und dann sieht man, was im drin im Controller ist. Man kann zum Beispiel dann den Controller schütteln und dann wackeln da die Männchen so total verrückt rum. Also so ein neues System von der PlayStation 4. Sie ist richtig, richtig cool. Die Xbox One, ja, der Controller, ich fand den nicht so gut. Ich bin auch gar kein Fan von der Xbox 360. 360 sozusagen. Ich bin kein Gegner von der Xbox, muss ich sagen. Aber ja, ich komme mit dem Controller und mit der ganzen Konsole und auch die Spiele von der Xbox backen mich auch nicht so. Auch wenn die Xbox, wie ich finde, sogar noch ein bisschen interessantere Spiele haben. Aber nicht so für mich, wie ich da zum Beispiel finde. Bei der PlayStation 4 hat man ja zum Beispiel Killerzone. Oder bei der Xbox One hat man The Witcher 3. Und dieses Destiny kommt für die PlayStation 3 und 360 raus. Das habe ich nicht gespielt. Das Destiny fand ich, ja, soll ja angeblich so wie Halo sind. Und von Halo bin ich eigentlich auch gar kein Fan. Das Einzige, was ich von Halo gut finde, ist diese eine Musik da. Dieses Halo-Theme da. Das finde ich geil, aber sonst bin ich gar kein Halo-Fan. Oder beziehungsweise großer Xbox-Fan. Jedenfalls fand ich die PlayStation 4 richtig, richtig cool. Auch Knack war gar nicht mal so schlecht. Man hat zum Beispiel mit diesem kleinen Typen da gespielt. Dann hat man zum Beispiel mit einem riesen Typen gespielt. Da konnte man zum Beispiel Autos auf Flugzeuge werfen. Die sind dann explodiert. Und man konnte alles so schön. Also, es ist nicht schlecht, das Spiel. Muss man wirklich sagen, es ist nicht schlecht, aber ja. Aber man muss wirklich sagen, wenn man die Wii U, die PlayStation 4 und die Xbox so zusammennehmen würde
wäre bei mir auf Position 1 die PlayStation 4, auf 2 die Wii U, die habe ich persönlich. Davon werden auch, wenn Super Mario 3D World kommt, auch Let's Plays folgen. Und dann auf 3 die Xbox One. Ja, übrigens, Xbox One konnte man sogar gewinnen auf der bei der Gamescom 2013. Man musste so einen kleinen Zettel ausfüllen, seinen Namen reinschreiben und sein Alter. Und dann war man schon dabei, da konnte man, wurde alles so in einen riesen Topf geworfen und wurde daraus ein Zettel gezogen. Das war dann jede Stunde so, das war glaube ich nur an dem Sonntag oder am Samstag, aber ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das war. Ich weiß nicht, ob es an jedem Tag war, jedenfalls habe ich das jeden Tag gesehen, dass wirklich Xbox One verlost wurden. Und vor allem hatte sich ja Xbox. Es war, sag mal so, ich fand die Xbox One, beide sind grafisch sehr gut, beide Konsolen, aber ich muss sagen, für mich ist der Gewinner die PlayStation 4, weil der Controller einfach besser in der Hand liegt, weil ich hatte ja beide Konsolen angespielt, Xbox One und PlayStation 4, und für mich ist der Gewinner die PlayStation 4. Wegen dem Controller und diese kleinen Einkerbung und dass der Daumen sich viel besser und vor allem liegt das, ich finde, er liegt sich einfach besser in der Hand, muss man sagen. Ich sag, für mich, der Gewinner des Konsolenkriegs ist die PlayStation 4. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bei Knack.